Leute, und willkommen zurück zu Hearthstone. So, wir stehen 5-1, was ziemlich gut ist und was mir schon vollkommen reicht, so gesehen. Also mit diesem Deck war 5 bis 7 eigentlich das, wo ich gesagt hätte, das müsste eigentlich mindestens drin sein mit diesem Deck. Und das ist es und das freut mich wahnsinnig. Also das reicht mir auch schon vollkommen. Und ja, schauen wir mal, was der Rest noch so bringt. Also mich freut es auf jeden Fall, dass wir schon so weit gekommen sind mit dem Deck. Wenn man mal überlegt, dass die letzten paar Decks alle so im Dreierbereich aufgehört haben. Das ist eigentlich ein ganz guter Start. 2, 3, 4. Das werde ich auch, denke ich, schon mal so safen. Obwohl der jetzt nicht unbedingt als dritter Drop so überragend gut ist. Aber es ist ein Dreier-Drop. Und wir haben einen Zweier-Drop und einen Vierer-Drop. Womit das eigentlich schon no good ist. Und ein Einer-Drop, der so viel bringen kann. So, er hat die Coin. Mal gucken, ob er was rauscoint. Er coint was raus und er coint ein Raptor raus. Gut, soll er Raptor rauscoin? Ich habe auch einen. Look at this, man. Look at this. Ich bin über die ganze Zeit am Überlegen, wo ich die Kamera rein. Oh, er hat einen AK-Shot. Not bad. But probably. Ich muss nur auf mein Leben aufpassen. Wir dürfen nicht vergessen, wir spielen gegen einen Hunter. Seine Heldenfähigkeit macht instant 2 Schaden in meine Fresse. Und dass ich als Schurke sowieso mit dem Gesicht angreife, hauptsächlich ist es ein bisschen scheiße für uns, dass es ausgerechnet ein Hunter ist. Aber nun gut, das ist okay. Werde ich jetzt einen Azor-Drake spielen vor dem Yeti. Das ist einfach besser. Weil sonst wird das hinterher 4-1er und den will ich nicht. Also ein 4-1er würde ich jetzt nicht unbedingt haben, nein. So, wir haben ziemlich gutes Removal, je nachdem was kommt. Ein Secret. Was könnte dieses Secret sein? Irreführung könnte es eventuell sein. Dadurch spiele ich mal. Falls es Irreführung ist, dass er nicht auf ist. Ich hoffe, er trifft die. Nein. Geht. Ah, gut. Hatte ja eigentlich gehofft, dass er den 3-3er angreift. Aber nein. Der wird uns rushen. Der hat schon so ein Rush-Deck-artiges Deck. Oh, er wird uns nicht rushen. Er hat nicht so ein Rush-Deck-artiges Deck. Ja doch, er macht schon gut Schaden. Wir müssen ihn eigentlich mehr Druck machen als er und. Ja, Ich versuche den ganz Gezahn ein bisschen aufzuhalten, gerade damit ich in der nächsten Runde mir ein bisschen mehr Karten ziehe und ich hoffe, dass er dem 4-2er auf die Fresse geht. Warte. Warte. So ein bisschen mehr, meine Hoffnung. Tradet dem Azor-Drake. Gilt ein Fairy Drake noch. Geht auf die Fresse. Raid. Ihn müssen wir auf jeden Fall spielen. Wargol. Ich bin mehr fürs Schiffen. Schiffen und Yeti. Ist hier ein Kampf der Rushers. Aber wir haben einen Sunwalker, den ich jetzt auch gleich spielen werde. Das ist B. Wenn er wüsste, was das ist. Wenn er wüsste. Ja. Ich hoffe, der hat nichts, was durch was 10 Schaden macht. Was könnte der denn 10? Könnte. Nee. Nein, könnte nicht. Wüsste ich jetzt. Lauf. Bullsblock. Lauf. Do you need a blessing?
damit stehen wir 6-1. Es flippt hier, wie ihr flippt hier, flippt dort her, doch. Es ist ja eile Stadt. So, weiter geht's. Wir stehen 6-1, habe ich ja gerade erst gesagt. Und wir haben gleich, ja, wir haben 20 vor morgens. Dabei muss ich morgen relativ früh raus. Aber ich würde den Run ganz gerne noch beenden. Und je nachdem, also jetzt nochmal für die Leute, die aktiv Hearthstone gucken. Ich bringe, wenn ab den 100. Part bringe ich nur noch jeden zweiten bzw. dritten Part Hearthstone. Ich glaube, damit kann man leben. Ich glaube, das ist okay für die Leute, die Hearthstone bei mir gucken und Hearthstone weiterhin gucken wollen. Ich denke, so werde ich es machen. Sprich, also nach dem Run werde ich auf jeden Fall noch ein Deck zusammenstellen. Und der aber dann halt erst ein bisschen später kommt. Und, ne, also damit ihr Bescheid wisst. Also ab den 100. Part könnte man sagen, kommt halt Hearthstone entweder jeden zweiten oder jeden dritten Tag. Aber es kommt halt immer noch anstatt, wo ich gesagt habe, dass dann Hearthstone nicht mehr kommt, dann kommt es noch. Aber halt, ja, danke Bomber. So, Bombers sind heute alle gegen mich, habe ich so das Gefühl. Das Problem ist, ich muss ihn ganz ehrlich, ich muss ihn wegstecken. Weil ich die Bot-Control ein bisschen zurückhaben will. Ich könnte gleich den Twilight Drag rauscoinen, aber das bringt jetzt nicht gerade... Ich hoffe, er hat keinen Frostblitz. Obwohl, wäre noch nicht mal so tragisch. Ich bin um ein Scarlet Crusader. Er hatte. Mache ich. Oh, der Gun. Ah, ging den. Mach mal gar nichts. Ich greife nicht an. Mal gucken. In der nächsten Runde habe ich nämlich mehr zur Auswahl. Okay, was hatten die von denen? Ah, da ist der Frostblitz. Ja, ich der Frost. Ina. Wulchblatt sitzt. Gelbe. Er spielt mit ihm. Weil da mit der 1-1er wird er nicht viel reißen können. Außer sie hat jetzt einen Schieb oder Feuerball. Feuerball für 4 Mana, ey. Das ist krass, ey. Ich hoffe, der wird bald mal genervt. Tipp. Schieb. Ich hab gerade nicht so die Karten auf der Hand. Oh, jetzt habe ich eine Karte auf der Hand. Die in der nächsten Runde ein bisschen mehr bringt. Als die Karten, die ich sonst auf der Hand habe. Ich habe eher so das typische Miracle-Karten-Ding auf der Hand gerade, abgesehen. Oder doch Cold-Blooded. Ja, doch, ziemlich Miracle-lastig, abgesehen vom Yeti jetzt. Und von dem, was ich auf dem Board habe. Oh, ich mein Gott, geht's an. Ich warte nur auf den Gott, geht's an. Dann mach ich so crazy weg. Nein, aber ehrlich, gerade geht's sagen wir jetzt richtig gut. Wenn ich mir gerade mal so angucke. Obwohl ein bisschen zu wenig Mana noch. Gerade geht's sagen kostet 5. Ich habe keine nichts. 7 mit dem Coin. Was jetzt? Wohl? Na, nicht. Nee. Ein Mana mehr wäre ganz gut. Bei Kodo. Way ein. Ja. Meine Leben gehen wieder rasant den Berg runter, weil ich ziemlich ganz gerne mit meinem, wenn ich ein Schurkenspiel ganz gerne Suizid begehe, wie man sieht. Was natürlich nicht der Sinn eines Schurken ist, aber naja. Ich habe die Board Control, was sich natürlich alles ziemlich schnell ändern kann, dadurch, dass wir in Turn 7 sind. Ja, mein Flamestruck würde jetzt in dieser Runde noch nicht so viel bringen, weil ich mindestens einmal noch angreifen hätte können. Okay, es ist ein Secret. Ein Secret is not very good. Viscerate number 2. Was ist es? Spirit.
blessing? Here we go. Miro Eternity. Und ich hab einen 4-6er Yeti. Aber das, wir haben keine Evisserate mehr. Wir haben keine Evisserate mehr. Kein Evisserate. Very good. Blizzard hat auch irgendwie jeder Magier. Hat ein Manipulator. Age ein bisschen mehr Druck. Könnte natürlich einen Schieb haben und damit ist die ganze Sache für den Arsch. Oh ne, gar nicht. Nee, ist nicht. Ich würde noch nicht mal wirklich was down kriegen. Was ist so pidu? In der nächsten Runde, ich denke mal, der Sunwalker wird eventuell sogar noch beleben, außer sie wieder zum Feuerball. Topdeck, Feuerball. Nein, Optik. Ah, sie holt ihn zurück, guck. Noch ein Secret. Was ist das? Das könnte mehrere. Das Secret irgendwas. Nein, ist es ein Miro Eternity? Könnte gut möglich sein. Wie Schaden haben wir denn? Wir haben 8. 12 plus 3. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Es ist Counterspell. Okay, nice. Dann ist es gut, dass es diesen Dings hat. Ah ja, und wir hätten nicht, ja, ein Off-Liefel hätten wir eben gehabt. Dadurch. Aber ein Off-Liefel ist jetzt. Magisch. Die kriegt das Board auf keinen Fall clear. Die müsste 2 Sheeps haben, um zu überleben. Noch nicht mal. Nee. 2 Sheeps? Die pinkt ihn. Jetzt 2 Sheeps. Nee. Well played. So, wir stehen 7-1. Lupi. Freut mich, wahnsinnig. Super duper. So, spielen wir da eine Runde, ne? 10-7. Damit habe ich das Arena-Gold draußen. Finde ich sehr gut. Und ich komme langsam wieder auf meinen alten Stand. Ich hatte ja eigentlich, als ich angefangen hatte, ein bisschen später, so um die 4500 Gold. Und ja, da komme ich gerade ziemlich nah dran, was ich sehr, sehr schön finde. Freut mich auch. Sehr, sehr, sehr nice. Toll, so, ne? Ja, so. Den Gulden. Haben wir nicht gegen den schon mal? Der sagt mir irgendwas. Der Name sagt mir. Aber ich kann mich auch täuschen. Eviscerate halten? Also den nicht. Den halte ich auf jeden Fall, damit ich ihn früher ausspielen kann. Eviscerate. Ja, komm, ich halte mal. Firedrop. Firedrop wäre noch gut. Oh, passt. Oh, Inho. Und okay. Und. Oh, nix raus, ja. Oh, dann. Any better. Ich hoffe, der kann Jaraxxus, da wäre der Uslim geil gewesen, muss man sagen. Aber ich denke nicht, dass er einen hat. Er will ihn selber enragen. Was nicht. Ah, shit, Golem. In der nächsten Runde dann Twilight Drake. In der Hoffnung, dass er kein Silence oder so im Deck hat. Oder irgendwas hat. Silence. Not so gut. Oder ist es gerade gut, einen Twilight Drake zu spielen? Greif aber noch nicht an. Ich hoffe, er hat kein Silence. Oder sowas in der Richtung. In der nächsten Runde kann ich ein bisschen mehr aufräumen. Ready, Sir. Oh, er tradet. So, wir jetzt als allererstes. Dann traden wir.
Dann Raiden war noch. Upp. Dann war's das. War logisch. Hat er auch was zu. Ja, hat er. Okay. Und noch ein Scarlet Gift, der noch. Leider nicht. Dann Scarlet. Auch. Ich hoffe, er hat kein Blood Knight. Hätte er jetzt einen 12er. Ne, 9er. 9-9er. Ist alles. Ja, gut, den werde ich reden. Ja, krieg ich das Board clean. Beste Wahl hier. Ich hoffe, er hat kein Coil. Das wäre jetzt noch böse, ansonsten kann ich schlechter in der nächsten Runde ziehen. Gute, easy mein Sunwalker ausspielen. Der ein bisschen was aushält. Wollte er. Die Frage ist, ob ich ihn lieber wegmache oder nicht. Ich denke nicht. Ich denke, dass im 4-4er stehen könnte auch ein Fehler gewesen sein, aber schauen wir mal. Das ist natürlich das Krasse an dem Warlock, ist natürlich, der kann sich endlos Karten so gesehen reinziehen. Ja, das habe ich erhofft, dass er dafür das Gottesschild opfern muss. Und ein Hellfire kommt. Ja. Yeah. Und. Okay. Eine Hand aber. Ein paar Dämonen auf. Young Priestess ist doch. Wir haben immer noch eine Coin auf der Hand. Wäre schon immer, wenn wir jetzt langsam mal unsere Karten kriegen würden, womit wir ein paar Karten ziehen können. Das wäre natürlich jetzt auch sehr schön, wenn wir diesen kriegen würden. Diese kriegen würden, sorry. Infernal ist natürlich nicht sehr nett. Rollmar. Ein Yeti bringt uns nicht so viel, muss man sagen, gerade. Das mache ich jetzt, um ihn ein bisschen Stress zu machen. Wir haben auch noch den Coin. Falls wir... Wie heißt es? Hätte... Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Deadly Poison auf den 3-2er machen. Auf den 2-3er machen. Scheiße. Dadurch sind wir 5 Damage aus hier. Ah. Nee, das war richtig bad, war das. Ich habe 5 Damage verschlampt. Not good. Hoffe ich. Ah. Nee. Habe ich jetzt nicht ganz gehofft. Here we go. Er wird jetzt fett. Aber wir haben noch einen Assassinate auf der Hand. Außer er kriegt ihn auf 9 hoch. Das wäre natürlich scheiße. Ja, lol. Gut. Naja, das war scheiße gespielt von mir. Also ich habe ziemlich viel Missplay gemacht. Aber passiert auch nochmal. Passiert auch mal. So, wir sind, glaube ich, auch sogar beim 100. Part angekommen. Oder? Welcher Part war online? 94, glaube ich. Ja, 94. 98. Nein, doch noch nicht. 98. Noch sind wir in 8 und... Und es ist gerade tierisch warm. So, noch ein Warlock. Was sind heute Tax? Warlocks? Und Mages? Warlock und Mages sind hier irgendwie... Keine Schuld.
Raid. Tue ich auch weg. Ich war Sun-Klerik auf der Start anzuhalten, ist auch nicht gerade das Beste. Oh nein. Ja. Na gut, Deadly Poison auf der Hand zu haben, ist schon mal nicht so verkehrt. Und wir haben den Gatsan auch auf der Hand. Ordnung. Zumindest wir haben den Coin nicht und wir haben keinen Fire Drop. Wodurch ich nur die Dagger machen kann und passe. Dadurch, dass wir halt Deadly Poison auf der Hand haben. Was auch aber eigentlich auch ziemlich viel verrät, muss man sagen. Ein Harvest. Hilf. Knochen habe. Aber join or die. Da habe ich. Here we go. Deadly Poison wollte ich jetzt noch nicht unbedingt benutzen für den Harvest Golem, weil das dann einfach ein zu krasser Verlust, also ein zu einfacher Verlust wäre so gesehen. Für ihn. Weil den 2-1er in den 3-1er reinzurennen zu lassen, ist so traurig, wie wenn er jetzt in 2-3er 3-2er reinrennen lässt. Okay, Looper da. Auch so was von den Orten. Warte, das ist okay. Das Beste, was wir jetzt machen könnten, wäre, ich glaube, ich spiele Charger. Wäre ja natürlich ein mit dem Gesicht. Hätte ich auch zum 3-2er machen können, so dass er ein bisschen mehr überlebt. Aber, nee. Dann hebe ich mir den gleich für gleich auf, außer er kriegt jetzt gerade einen Coil. Der hat 8 Karten auf der Hand. Hellfire. Wie ist der? Wäre das komplette Verschwendung. Naja, passt das schon. Ich bin Dagger. In der nächsten Runde könnte ich den Gatgetzahn. Ah, ich hätte nicht mit den Daggern angreifen sollen, dann wäre es jetzt nicht traurig gewesen. Könnte ich Gatgetzahn, Deadly Poison, sowas spielen, aber. Das ist ein Assassinate würdig. Frage. Ist es Assassinate würdig? Denke. Ja. Ich denke schon. Und wir ziehen uns nochmal eine Karte. Okay. Ich denke, das war ein Assassinate würdig. In unserer Situation ein Assassinate würdig. Aber nachdem was. We must cleanse the sun well. Aber der kann Molten Giant und noch 5 Argus ist im Deck oder sowas. Okay, wäre noch nicht mal gerade so nicht mehr so schlimm, weil ich einen Black Knight in der Hand habe. Der wurde irgendwie in dem Run noch nicht so wirklich krass benutzt. Kann. Oh, Thren. Okay. Dann haben wir. Wenn ich Black Knight auf ihn machen würde, haben wir gewonnen. Das tut voll los. So, damit stehen wir 8-2. Das ist schon mehr als ich gedacht habe, bin ich ganz ehrlich. Komplett. Super. Oh, wir haben eine neue Quest. Die könnte ich eigentlich kurz wechseln. Weil Spells jetzt. So, Warlock. Ah, war jetzt ein Klassen in diesem Spiel. So, ich beende den Part jetzt hier. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Falls euch dieser Part natürlich gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns nächstes Mal rein.